geht's gut. Ja. Ich bin da nicht so verändert, ich finde das besser so, aber wir müssen jetzt noch Varianten machen, das hast du schon. Also ich hätte jetzt hier kurz vor dem Master genommen. Du weißt gar nicht, wenn es mir das DVZ eben da sagen. Ja, ja. Ich weiß, wenn einer schon der GV einen komisch gefragt hat, wieso haben wir den Wagen nicht mehr. Das ist ein Anblick, den man nur sehr selten hat. Wir haben vor 2 Jahren einen Schaden gehabt, weil es hier einzelne Nieten, das ist genietet, gebrochen sind. Das hat ein Lärm gemacht. Und dann haben wir mal aufgetan und haben dann auch gesehen, dass die Federpakete, eins ist jetzt hier ausgebaut. Das werden wir nachher wieder einbauen. Wir haben das jetzt aufgemacht zur Kontrolle, ob noch alles gut ist. Es ist zum Glück. Über diesen kleinen Teil wird die ganze Kraft vom Motor auf das Zahnrad und dann auf die Blindwellen übertragen. Die sind gebrochen, die Federn, ungefähr da durch. Rund ein Drittel von allen Federn an der ganzen Maschine haben wir ersetzen. Und zum guten Glück gibt es da noch eine Firma, die derige Stahl noch herstellt und die uns die Ersatzteile können liefern. Das ist jetzt so ein Ersatzteil, die sind also relativ schwer. Man unterschätzt das, wenn man die so anschaut. Ich habe mal 3 Stück aufs Mal gedreht und bin froh gewesen, wenn sie es wieder abstellen können. Die kommen so da rein, noch ergänzt mit den Zäpfen, dass hier Kraft sauber übertragen wird. Wir sind jetzt hier unter dem Krokodil in der Grube. Das vordere, das ist die Laufachse. Wenn wir hier weiter hinten gehen, kommen die Treibachsen. Das ist noch ein Teil des Bremsgestänges. Das ist eine Stange, die dann durchgeht unter der halben Lok zum Bremszylinder, wo die Lok gebremst wird über die normale Druckluftbremse. Auf beiden Seiten hat es hier Federpakete, die die Unebenheiten des Gleises aufnehmen und dass nicht alles, mindestens nicht alles auf die Lok übertragen wird. Und hier hat man einen Blick auf die Achslager, das können wir vielleicht nachher im Detail anschauen. Und das Ganze einfach mal 2. Hier sieht man jetzt so ein Achslager. Die sind eigentlich halbiert. Und das Gewicht der Lok ist logischerweise auf der oberen Hälfte und der Unterteil dient vor allem dazu, zu verhindern, dass die Lachs wieder rausgehen. Auch hier hat es eine Schmierstelle. Wir haben rund 64 Schmierstellen an dem Krokodil. Bevor man abfährt, muss man die alle zusammen füllen. Einen Teil haben wir schon gesehen bei den Stangenlager. Dasselbe muss man hier bei den Achslager auch machen. Das sind die klassischen Federpakete, die das Gewicht ausgleichen. Hier oben haben wir den Bremszylinder. Das ist etwas vom Wichtigsten überhaupt an der Loki. Wenn man nicht bremsen kann, dann kommt es nicht mehr gut. Fahren kann jeder, bremsen muss man können. Hier wird dann über das Gestänge die Bremskraft übertragen und dann über die Stange auf die 3 Treibachsen pro Hälfte. Das sehen wir die Zugsicherung. In der Mitte und rechts bzw. auch links, je nach Fahrtrichtung. Die Altzugsicherung aus den 30er Jahren, die rein magnetisch funktioniert. Heute ist Vorschrift, dass man die Parisen lesen können. Und für das haben wir hier das Übersetzungsgerät, das die Parisen liest und dann im Führerstand oben die Signale umwandelt in die alte Zugsicherung liefern wird. Hier sehen wir noch die andere Richtung, oben der Vorratsbehälter, das Druckluftrohr, wo dann der Sand mit Druck vor die Räder her gestreut wird zur Verbesserung der Adhäsion. Räder gibt es ja 2 Typen. Modern oder vielfach wird heute ein Vollschieberrad gebraucht. Das ist dann die klassische Mode, wo man ein Rad hat, in dem Fall sogar ein Speicherrad, wo man darauf hoch eine sogenannte Bandage aufschrumpft. Die ist also nur heiß gemacht, wird warm draufgesetzt. Und dadurch, dass sich das Material zusammenzieht, klemmt sie sich dann am eigentlichen Rad fest.
Der Vorteil ist, man hat die Dauer und Verschleiß, wenn man fährt. Man muss nur die Bandagen ersetzen und nicht das ganze Rad. Der Verschleiß, man sieht da gewisse Spuren, es sind doch jetzt schon wieder seit der letzten Überarbeitung oder den letzten Überdrehen hat es da schon wieder Gebrauchsspuren gegeben. Dann kann man die Bandage kann man überdrehen und zwar so weit, bis sie auf die dicke Knoten abgedreht ist. Wenn wir also mal da unten sind, dann müssen wir die Bandage wieder wechseln. Aber bei den Laufleistungen, die wir haben pro Jahr, das werde ich nicht mehr erleben, dass man da die Bandage wechseln muss. Gehen wir mal rauf in diesem Fall. Wir sind jetzt hier auf der Dachhöhe des Krokodil. Da hat es links und rechts je einen Pantograph drauf, also einen Stromabnehmer, der den Strom von der Fahrleitung abnimmt. Das geht dann hinten durch auf dieser roten Leitung, auf den grünen Isolatoren, mit dem Trennmesser, wo der jeweilige Pantograph den Strom übernimmt oder eben nicht, wenn es offen ist. Hier in der Mitte auf den Hauptschalter. Wenn der eingeschaltet ist, dann kommt der Trafo Strom über. Wenn nicht, logisch nicht. Jetzt im Moment ist er ausgeschaltet. Links haben wir noch einen Fremdkörper drauf. Das hat ich all diesen Jahren bis jetzt eingemerkt. Das sieht man, es ist ein neuer Isolator. Das ist ein Überspannungsableiter. Wir sind hier in einem Gebiet, wo es relativ häufig auch Gewitter gibt. Und um den Trafo zu sichern, haben wir hier einen Überspannungsschutz, der heute bei allen Maschinen eigentlich Standard ist. Nachbauen. Das ist eigentlich die einzige technische Änderung an dem Ding, die in all diesen bald 90 Jahren mal gemacht worden ist. Hier sehen wir noch die Schilder von dieser Lok. Nummernschild 13302, früher eben 14302. Dann Schild von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik. Dort war sie 1925 in Arbeit. Das letzte Jahr, für das 750-Jahr-Fest der Stadt Winterthur, haben wir mit unserer Maschine nochmals zurück dürfen an ihre Geburtsstätte sozusagen. Und darunter das Schild von der Maschinenfabrik Hörlicken, MFO. Alles Betrieb, was es heute nicht mehr gibt, sondern nur noch museal so umeinander fahren. Das Krokodil ist zwar 1925 gebaut worden, aber erst 1926 in Betrieb gekommen. Vorwiegend am Gotthard eingesetzt worden, zum Teil noch Zubringerstrecken. Nach der Ablieferung der A66 um 1960 herum sind dann die Maschinen am Berg vorig geworden. Die A66 war natürlich wesentlich stärker. Sie sind ins Flachland gekommen für die schweren Güterzüge, vor allem auch für Kieszüge. Dort hat man die Maschinen, man kann es nicht anders sagen, zu Boden gefahren. Unsere ist zum Glück nur 3 Monate im Kies gelaufen und hat sonst ihre Lebensabend auf der Hafenbahn Basel und mit Stücker im Raum Basel, Elsberg, Marina, vereinzelt bis Zürich können beenden und ist von dort eben auch noch relativ gut im Stand gewesen. 1976 ist dann klar geworden, ja, jetzt ist das Ende von dem Typ erreicht. Thank you.
Schaut jetzt noch drauf oben. Ja, ist gut. Dann lade ich auf. Die, die Öl brauche ich, nur die, die brauche ich. Der SBB hat ursprünglich eigentlich keinen Lok von diesem Typ erhalten. Der damalige Präsident des Modelleisenbahn Club Horgen, Aldo Corti, hat dann aber gefunden, das geht nicht. Wir müssen auch ein Krokodil Typ 3 am Leben behalten. Und hat dann mit viel Einsatz erreicht, dass wir Ende 1976 das 13302 übernehmen konnten. 1991 haben wir die Betreuung des Krokodil ausgelagert, die Betriebsgruppe 13302 als Sektion des Modelleisenbahnclub Horgen. Und wir sind seither allein verantwortlich für den Unterhalt, den Einsatz und den Betrieb dieser Lok. Wir haben uns verpflichtet, sie im letzten Betriebszustand, also so wie sie in Basel auf die Seite gestellt worden ist, zu erhalten. Und haben aber zwischenzeitlich doch auch schon wieder können, unter anderem Kieszeug führen, wenn es um Jubiläen gegangen ist. Erhalten wird die Lok von rund 25 Aktiven plus ein paar hundert Gönnermitglieder, Passivmitglieder, die mit ihren Beiträgen eigentlich das erst möglich machen, dass man so ein Projekt überhaupt über Jahre durchziehen kann. Der Jahresbeitrag beträgt 25 Franken im Minimum derzeit. Da wir aber als gemeinnützige Organisation gelten, sind wir steuerbefreit und darum kann man auch die Beiträge, die man uns leistet, von den Steuern abziehen. Sehen wir noch mehr, hä? Schau, vielleicht kommt er noch. Hoch. Müssen wir den aber kehren, den draussen? Ja, natürlich. Jetzt schauen, ob er richtig eingehängt ist, hä? Jawohl. Hauptschalter. Hey, Lanzo! Ah, das ist schon mal gut. Ja, Fendi, alles super. Nein, die Kompressor auf die Ecke. Aha! Ich fahre immer durch. Nehmen wir nochmal auf die Pumpe. Jetzt sollte ich mich nicht aufmachen. Ich habe die Fahrstelle aufziehen. Jawohl. Oh, das macht der GP wechseln. Oh, auf P. P, jawohl. Und jetzt die wir mal füllen. Und das kannst du auch noch prüfen, oder? Jetzt gehst du einfach drüber. Einfach noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Muss ich die Leitung zuerst füllen? Ja. Ist mit einem ein paar gut, oder? Ja. Dann. Ja. Funktioniert, hä? Ja, sag nicht. Tipptopp. Ja. Ja. Und du siehst, ich will jetzt anbremsen da. Ja. Jetzt bin ich Abschluss. Jetzt habe ich Druck.
Ja. Nur ganz kurz die Gefahr stellen, wir schauen gar nicht den Abschluss. Ja. Hey, schau mal, wo die Hauptleitung ist. Und auch die. Ja, das sehe ich. Jetzt kannst du nur die. Ja. Ja, dann musst du die rein. Da musst du überlegen, was du machst. Ja, sag nichts. Ja, ja. Und aber sind 131 Tonnen, die nachher ungebremst sind. Ja, ja, ja. Oder? Ja. Schon noch, ja. Ja, genau. Da ist ein Kilo, sagst du. Nein, ja, weißt du, musst du glauben. Oder? Halt die Fahrer. Weißt du? Zack! Das war langsam. Ja, sag nicht. Gut, gut. Ja, ja. Das ist gut. Zugsammelschein schauen. Ja, das funktioniert wieder. Jawohl. Prima. Kompressor direkt. Gut auch. Hey. Na, du hast den Fenty. Ja, komm noch. Hätten Sie da? Habe ich gar nicht geachtet. Der 11. Sicher? Ja, das ist gut. Schauen wir mal, ob das der Max richtig macht. Von der Vorstufe zuerst, Respekt. Du hast schon, hä? Das regelt den anderen. Das ist schön, hier mal an, du, ey. Ja, danke. Du hast nicht ganz dran in der Fatalität. Dann ist einfach hinten raus in die Schlucke. Ja, gut, das wollen wir dann eben gehen, weißt du? Ja, du hast ja nur 20 Minuten. Dann hast du nachher schnell mit dem Bobo dran. Weißt du, wahrscheinlich kriegst du den gerade zusammen, weißt du? Ja. Ja, ich bin schön rot jetzt. Ich bin hier. Da muss man mal schauen, dass der Pfeil überhaupt nimmt. Ein paar Mal mehr Frauen sind nicht der Mann. Bleibst du da, Martin?
Jetzt schauen wir mal, ob der Max richtig macht. Von der Vorstufe zuerst, Respekt. Sag's nicht. Ja, fett, ey. Gut, schon, hä? Es regelt einen anderen. Das ist schön, hier, Mann, du, ey. Ja, danke. Du hast nicht ganz dran, diese Fatalität. Du kannst einfach hinten raus in die Schlucke. Ja gut, jetzt wollen wir dann eben gehen, weisst du? Ja, du hast nur 20 Minuten. Dann nachher schnell mit dem Bobo dran. Jetzt schenke ich den gleich zusammen, weisst du? Ja. Wir gehen schön runter jetzt. Ja, siehst du den Puffer? Ich bin hier aber nur noch. Siehst du, du machst den Puffer gesehen. Max, fahrst du gerade zusammen? Ja, ist gut.